Wir haben einen E60, 535 Diesel. Und da werden wir jetzt einen Innenraumfiltertauscher. Ist eigentlich bei jedem 5er BMW aus der Baureihe identisch. Also eigentlich egal, was für ein Motor da drin ist. Die Innenraumfilter sitzen hier und hier. Das sind nämlich zwei Stück. Es gibt eine Entriegelung mit einer 13er Schlüsselweite. Die befindet sich hier. Die muss man einfach nur ein Stück drehen. Ich zeige es gerade kurz. Zack, und schon ist entriegelt. Und dann gibt es hier die Klappe, die wir hier runter trennen müssen. Dann nehmen wir am besten einen Schraubenzieher dazu. Schon können wir das Bauteil hier rausnehmen und umdrehen. Und hier sehen wir auch schon den Filter drin. Der Filter ist ganz einfach eingesetzt. Das heißt, wir können diesen auch einfach rausziehen. Das ist jetzt der Papierfilter für die etwas preiswerteren Austausch. Den fahren wir jetzt gerade rein. Und schon ist der Filter ausgetauscht. Oben wieder einhängen an den Nasen. Verriegeln wir den ganzen wieder. Eine kleine Umdrehung bis zum Klack. Sieht man es auch deutlich, es ist fester. Und jetzt können wir auch wieder mit dem Schraubenzieher diese Klappe hier drüber tun. So, auf der anderen Seite das gleiche Spiel. Die Entriegelung drehen. Mit dem Schraubenzieher hier rüber hebeln. Und dann nach vorne rausziehen. Den kann man jetzt komplett rausnehmen, weil hier hängt jetzt kein elektronischer Kontakt dran. Jetzt müssen wir natürlich die ganzen Blätter hier entfernen. Dafür nehmen wir einen Staubsauger. Das ganze Spielchen wieder auf der anderen Seite einführen. Verriegelung, eine Viertelumdrehung und die Klappe drüber. So, und das war auch schon der Austausch vom Innenraumfilter von BMW E60.